Ja,
Aber vielleicht bin ich deshalb noch ein bisschen stiller. Wird wieder lauter, ja, okay. Also ein herzliches Willkommen. Die Eule ist für mich ein sehr interessantes Tier insofern. Es hat Symbolik. Es ist einmal, steht es für die Klugheit, Alter und Weisheit. Zweitens steht es für den Naturschutz. Da ist sie drauf, dran. Mhm, sehen ja. Sie da unten? Ja. Unser Buchhändler hat sie an allen kleinen Geschäften. Und wenn man noch so ein bisschen was weiß. Hinterhofbereich und ich denke, es wird Ihnen einfach nur ein wenig entgegenkommen, mal was Besonderes zu sehen. Dieses Haus hier vorn, das ist auch 1847 abgebrannt gewesen, also danach wieder aufgebaut. Herr Schulze hat seinen Ladenbereich erweitert durch diesen Anbau in der Wendezeit und dieses Fachwerk, das können Sie auch in der Remise sehen. Aber leider ist das die Uhrzeit 17 Uhr schwierig. Man kann immer nur eine Sache zeigen. Ja? Mhm. Und da kann man das auch. Ich denke aber, dieses hier ist für Sie heute bestimmt ein kleines Erlebnis. Also, er hat angefangen, Türen zu sammeln oder ja, zu retten. Bei Abrissarbeiten sind Türen oftmals entfremdet benutzt worden, wo man den Bauschutt mit Schubkarren drüber gezogen hat. Und später war er dafür schon eine Adresse und man brachte ihn. Und Sie sind auch, dieses Gebäude ist 100 Jahre älter, als was hier steht. Und ja, er erzählt dann gern lächelnd, für zwei Flaschen oder drei Flaschen Schnaps waren es, wo man ihn in die Walpen gebracht hat. Es hatte auch jemand die Sache hier zusammenbauen wollen. Aber er ist einfach stolz darauf, dass er genau weiß, wie Fachwerk zusammengefügt werden muss, wie das funktioniert. Es sei ein Steckbaukastensystem. Ja. Nur diese dunklen, diese angemachten Balken oder die da oben auf? Alles. Alles, was wir sehen, was Gebäude ist. Und hier ist eine, würden Sie freundlich sein? Noch. Und Herr Schulze war glücklich. Denn er wusste, dass auf eine Brettgeschichte in Gehrung geschnittene Bretter hier aufgeklebt worden sind. Hm? Ja. Und nun ziert sie sein Waschhaus. Ja. Guck mal, das ist auch ein Gingo-Baum. Gingo? Nein, Gingo. Gingo haben wir auch. Flüsselchen auch Schaden anrichten können, wenn die richtigen Umstände zusammenkommen. Schön ist einfach diese Schiefe und Krumme, ja, ja. Denn danach hat man natürlich unter anderem auch nicht so die Bausubstanz auftreiben können, um wieder ein Dach auch über dem Kopf zu haben. Und wenn Sie mal hinschauen, immer da, wo die Tür ist, Tor 13. Jahrhundert und das Gymnasium 19. Jahrhundert, überhaupt hier. So immer durch das Tor, in Richtung Tor, die Doppel, ja. Und die Arme, die Arme, die Arme, die Flächen.
Hier ist also der Entstehungshügel. Kommen Sie bitte hier rüber. Immer dort, wo sich Handelswege kreuzten, und das war in etwa hier, Wasser durch Holtämme und Zimmer. Aus dem 18. Jahrhundert. Eine gute Akustik. Diese evangelische Gemeinde hat eine Kantorei. Der evangelische Glaube ist hier dominant. Ja, das wäre im Wesentlichen zu dieser Kirche zu sagen. Und Silvester werden wir jedes Jahr erinnert. Ja. So, zum Konkurrenzunternehmen von Pisa jetzt. Unplaniert. Und da ist auch eine Schweißmühle. Was? Das ist der Schiff. Da ist der Schiff. Und dann hat sich dann das Pflaster noch bestellt, keine Kanalisation. Dann hat man den richtigen. Bestimmt. Vor Banshee und danach hat er Rock'n'Roll getanzt, ich weiß Bescheid. Und das 90. Ja, fast mit 90, das ist das richtig. Das ist eine Leistung. Ja, ja. Er war der älteste Turmuhrmachermeister, der an der Strippe, sag ich immer noch. Ich begrüße euch also zur Führung rund ums. Früher haben wir gesagt, mit der Partei zur Ehre. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Thomas Hilleburg. Ich bin also der Mitbauer und Vollender dieses Spielhauses. Lebte von 1470 bis 1540. Sieht doch gut aus. Ja, Nachricht ist so ein bisschen biblisches Alter, habe ich erreicht. Wer in Schwarz hört, ist schon weg. Schwarz hören und sehen, kommt euer. Ja, der sich immer noch davor. Wenn die Bier saufen wollen, müssen wir auch bezahlen. Genau. So, also zu den Figuren. Wir gehen jetzt mal in das Jahr 1528. Da hatte die Stadt einen riesen Stadtwald. Ich sagte schon, wir hatten 2000 Einwohner. Morgen nicht zu diesem Stadtschreiber, müsste zu diesem Johann Walle, diese Klötzer, und ein neues Geld zu bitten, damit ich die Bauern im Fettstedt für Holz bezahlen kann. Dann wäre es mir schon gut. Denn wenn ich den schon sehe, dann schießt mir die Galle ins Blut. Aber sei es denn. Wenn er erstmal eine Schuld in Stadtsekt einzahlt, nicht nur mit dem Teufelsknauen spielt, aber um des Baues willen, nimmt dieses Säcke hier mit Silberstücke. Jetzt verrechnet es mit der Worte. Dank euch, der Herr. Aber das heißt, dieser Hamrein, nun auf deutschen Straßen. Wenn der schon zu Staub zerfallen ist, wird mein Grab noch hunderte von Jahren zu sehen sein. Aber den fängt es noch ein. Ich gehe zu Meister Hinz. Lasse eine Schreibermaske schwitzen. Schön hässlich soll sie sein. Der soll die Schreiberkappe oben weglassen. Und die Maske, die bringe ich dann außen an das Haus an, dass jeder den seine dämliche Fissage erkennen kann. So, Ui, oder was? Ja, Fenster sind nur verkleidet. Man darf nicht rausgucken dabei. Ja, ich der heute ist ein angepasst, relativ modern eingerichtet.
Nun kann man sich ja streiten, welches ist schöner. Machen wir aber nicht, weil ich dazu vorhin sah. In diesem Haus sind alle Baustile vertreten. Wer vorhin außen den Fassadenbau betrachtet hat, der Otto Sims das noch romanisch, die Gotik ist drin, die Renaissance, Frauenwieser, alles drin. Und er geht hier rein, gut, wenn er noch 3000 Euro über hat, die geht doch rein, ne? So mit Schlosskapelle, fest zwei Hauptsalon, oder mit 680 Euro in der Tasche, ist noch ein Brocken dabei. Dieser Saal war bis 1873 festgesagt, der wurde dann umgebaut. Bürokratismus nahm zu, man brauchte Büroräume. Man hat Büroräume rausgemacht. Also ihr merkt, da muss man auch schon riskieren. Benno, du was machst? Ach so, nee, das habe ich ja nicht. Siehst du, hier steht noch jetzt erfrischend. Also, ich schütte ja vorne. Er ist noch hier steht jetzt erfrischend. Ja, immer. Damit man nicht sich mit der Zehen und der Nagel reißt. Dann muss ich Sie arg enttäuschen. Brauereibesichtigung bei Hasseröder, das ist nun mal harte Arbeit. Sie kommen um meinen Tresen herum, auf der anderen Seite werden Sie erstmal verkabelt, kriegen Sie von mir kräftig eins auf die Ohren und dann treffen wir uns hier an diesem wunderschönen Tresen zur offiziellen Begrüßung wieder. Darf ich bitten, Mädels? Auf. Wo ist die Antenne? Wo ist Ohren? Wo ist die Ohrenanlegung? Eine der modernsten Brauereien Europas sein. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Weiß, ich bin hier der Brauereiführer, bin Einheimischer, Bernie Röder, in der Nähe der alten Stadtbrauerei damals auch aufgewachsen. Früher habe ich immer gesagt, groß geworden, das habe ich mir inzwischen verkniffen. Also aufgewachsen, ich werde Sie heute über die ca. 13 Hektar bebauten Fläche scheuchen, dass es nur so kracht. Sagt ihr schon, Brauereibesichtigung ist kein Vergnügen, sondern harte Arbeit. Ein paar Dinge zu Ihrer Sicherheit vorweg. Wir sind ein lebensmittelproduzierender Betrieb und wie sich für einen solchen gehört, herrscht bei uns auf dem gesamten Gelände strengstes Rauchverbot. Ich möchte Sie bitten, sich daran zu halten und auch Ihre Handys abzuschalten. Wir kommen an in der Stadtbrauerei, die ja, wie Sie alle sicher wissen, im Ortsteil Hasserode von Wernigerode lag, daher auch der Name Hasseröder, 1872 gegründet. Da wurde nach wie vor weiter unser Bier gebraut. Und Tag und Nacht mit Tankwagen hier in dieses neue Unternehmen gebracht. Hier wurde es dann filtriert, abgefüllt und versandt. Und seit Mitte 1997 haben wir auch hier auf dem Gelände wieder ein eigenes Sudhaus, dürfen uns seitdem auch mit diesem Unternehmen wieder Brauerei nennen, ohne Sudhaus, diesmal nun mal keine vollständige Brauerei. Und haben bis zum Frühjahr des Jahres 2000 an beiden Standorten gebraut, einen Teil des Bieres in der Stadtbrauerei und ein Teil hier im neuen Unternehmen. Und im Frühjahr 2000, da wurde hier die zweite Ausbaustufe unseres Sudhauses fertiggestellt, damit die Stadtbrauerei nun endgültig. Ja. Verkauf, dort zur Zufütterung bei der Tieraufzucht genutzt. Ja, und später entsteht dann daraus die Wurstsorte Bierschinken. Das hat dann ganz schön lange gedauert bei Ihnen. So, wir gönnen uns jetzt mal einen kleinen Geschwindigkeitsrausch. Oh, ist immer wieder schön, wenn es das Gehirn so nach hinten presst. Ihr Unternehmen nennt man mich auch Shuttle-Schuhi. So, wir haben gleich unseren ersten Halt erreicht.
Hass. Jetzt kann das frische Hasseröder, wie Sie es als Kunde kennen und schätzen, abgefüllt werden. Während des gesamten Brauprozesses unterliegt die Herstellung von Hasseröder dem Lebensmittelgesetz und somit strengsten Kontrollen. Im betriebseigenen Labor werden alle Rohstoffe sorgfältig untersucht und mittels Stichproben die gesamte Produktion überwacht. Der gesamte Brauprozess ist ökologisch und ökonomisch Spitzenreiter unter den deutschen Brauereien. Der Energie- und Wasserverbrauch liegt bis zu 35% unter dem deutschen Durchschnitt. Die Verwendung hochwertiger Rohstoffe, der Einsatz modernster Brautechnik und der erfrischend echte Biergenuss sorgen dafür, dass Hasseröder mehrfach mit den DLG- und CMA-Goldmedaillen für Spitzenqualität ausgezeichnet wurde und wird. Möchtet ihr Hasseröder probieren? Ist das aus dem Harz? Harzwasser. Vielfach ausgezeichnet für Spitzenqualität. Oft schon wird sie unweit darin sichten, eine entgegengesetzte Fahrweltenannahme. Der Vorteil dieser spiegelverkehrten Anordnung ist die Tatsache, dass in der Mitte der Halle, dort wo der rechts die Rohrleitungen quer durch die Halle gehen, ein Bediengang bildet und wir in dieser gesamten nicht, dass wir hier keine Arbeitsplätze schaffen. Die Halle wird auch fertig produzieren. Von anfänglich 150 Mitarbeitern haben wir uns jetzt auf 300, aber auch in diesem Umfang, da müssen wir in der Bauern ein neues bei uns haben. Das, was Sie an den Monitoren gesehen haben, das können Sie jetzt in dieser Nachvollziehung nicht in der Halle verbunden. Angeschafft, also da gehen ja ganz wenige Kästen kaputt. Bei der Flasche ist das schon anders, aber die werden einfach angeschafft und dann nicht die Tiere. Dann wird höchstens mal nach Jahren danach gekauft und dann reicht das. Weiter fragt mich neulich eine Dame, Herr Weiß, wenn ich das ganze Bier hier unten sehe, sagen Sie mir doch bitte mal, wer trinkt denn das alles? Ich sage, nee, die Frau, gehen Sie nach Hause, gucken Sie auf Ihr Sofa, da sitzt einer. Völlig erschöpften Gesichtern sehe ich, wie anstrengend diese Brauereibesichtigung war. Aus diesem Grunde haben wir uns erlaubt, einen kleinen Imbiss vorzubereiten, dass Sie sich nach dem Anstoßen entsprechend stärken können. Nach dem Essen stehe ich dann wieder zur Verfügung. Vielleicht ergibt sich ja noch die eine oder andere Frage. Und Sie haben dann auch die Möglichkeit, in unserem Souvenirshop einzukaufen. Gegen 11 Uhr, da wird es noch einmal richtig traurig, dann werde ich Sie auch traditionell zum sogenannten Scheidebecher einladen. Das ist das letzte gemeinsame Bier, was wir trinken werden. Danach werden die Zapfhähne zugedreht. Meine Herren, Sie brauchen nicht so erschrocken, auf die Uhr zu gucken. Bis dahin ist noch ein Weilchen hin. Jetzt freuen wir uns erst einmal auf das erste frisch gezapft. Und ich hatte meine Kollegin gebeten, mir heute mal ein kleines Bier zu machen. Ach, süß. Wirklich klein. Und Sie sehen ja, wie die Frauen so sind. Nun habe ich ein kleines Bier. An dieser Stelle, da möchte ich mich schon einmal bei Ihnen bedanken. Wir wollen gemeinsam anstoßen. Zum Anstoßen gehört auch ein Trinkspruch. Und für Sie habe ich folgenden Trinkspruch herausgesucht. Wer dieses Bier nicht herrlich findet, ist auf der Zunge farbenblind. Zum Wohl, meine Damen und Herren. Prost! Prost! Weil es weniger. Also ich kann mir nicht helfen. Ist bereit. Und zum Scheidebecher gehört auch noch ein abschließender Trinkschluss. Moment! Meine Damen und Herren, beginnt sich umzukrempeln. Die toten Gräber gehen schon stempeln. Die Wartezimmer bleiben leer. Praktischer Arzt wird keiner mehr. Und Särge werden nicht verkauft, weil alles Hasseröder sauft. Hasseröder sauft. Zum Wohl. Prost. Thank you.
der ich aus der Ruhe begraben bin, der den Tierkopf Feuerstein erfunden hat. Hier haben wir dann die Apotheke, wo der Apotheker hier den Tierkopf Feuerstein kreiert hat. Da ist auch die Produktion drin. Ja, hier sehen wir das Rathaus. Ja, wunderschön eigentlich, ja? Ja. Ja, rechts nochmal die Apotheke. Naja, ja. Abschnitte. Wir kommen jetzt zur vorletzten Etappe. Die letzte ist morgen früh das Frühstück, aber da habe ich ja zum Glück nichts mehr mit zu tun. Ich hoffe, dass wir noch ein paar gemütliche Stunden verbringen können. Das Buffet, warm, kalt, ist angerichtet. Ich nehme an, dass ihr alle wieder richtig hungrig seid nach dem wenigen Essen, was wir heute Nacht gemacht haben. Richtig. Ein paar Worte bitte, habe ich noch, was heute noch besprochen werden sollte. Es geht natürlich auch in erster Linie für uns darum, festzulegen, wo nächstes Jahr das Treffen stattfindet. Eigentlich war ja Clemens vorgesehen, aber der hat uns jedenfalls mir gesagt, da wird sowieso nichts fertig, was er uns zeigen wollte. Vielleicht müsste dann doch Walter einspringen und das nächste Jahr machen. Also das sollten wir auf jeden Fall mal besprechen. Dann habe ich noch eine Bitte. Der es nächstes Jahr ausrichtet, der sollte endlich dann mal, also das ist auch eine Kritik, die ich an uns selber üben muss, die finanziellen Bestände etwas abbauen. Es macht keinen Sinn, dass wir von Klassentreffen zu Klassentreffen rund 1000 Euro in der Kasse mit rumschwimmen. Ich habe schon von Horst Fender schon 900 übernommen und ich muss also sagen, auch bei uns ist es finanziell ganz gut gelaufen. Da ist alles andere, hat auch einigermaßen funktioniert. Wie das Essen jetzt ausfällt, da hinten steht der Verantwortliche, ja, wenn das nicht in Ordnung ist, wird er geköpft. Ja, also ansonsten wünsche ich uns einen schönen Abend und alles Gute. Lutz ist der Trainer, ich bin der Ausgeber. Jetzt werden wir essen, dann klappt das durch.
Man mir wohl an, gar zarte dich von Leibchen, das sieht man mir wohl an. Schnee wachsen meine Brust, mein Mund ist rosenrot. Wenn das ein jeder wüsste, küsst er mich zu Tod. Ich koch ihm täglich Eier und Sellerie-Salat. Es bleibt die alte Leier, ich weiß mir keinen Rat. Es bleibt die alte Leier, ich weiß mir keinen Rat. Dumm Mädchen, lasst euch raten, nehmt keinen alten Mann. Nehmt lieber einen Spielmann, der gut Fidionen kann. Nehmt lieber einen Spielmann, der gut Fidionen kann. Spielleute sind geschwinder, sind schneller als der Wind. Sie machen in 5 Minuten durchs Hemd das schönste Kind. Sie machen in 5 Minuten durchs Hemd das schönste Kind. Woo! Ich bin nicht so gut.